Habe die Ehre, Freunde der guten Unterhaltung, herzlich zurück bei Prison Architect. Wir haben jetzt gerade unsere Wäscherei aufgebaut und erforschen gerade noch die Gartenpflege. Dann können wir hier in unserem tollen Garten ein bisschen verschönern. Und ja, dann schauen wir, wie das hier so läuft. Machen wir es doch raus. Weiß ich nicht. Kiste. Einzelhafttür. Zweite Einzelhaft. Halt. Einzelzelle. Genau so. So. Dann brauchen wir hier noch. Noch Wasser. Ah, ich habe gerade eine Mücke erschlagen. Entschuldigung, dass das jetzt ein bisschen laut worden ist für euch und die war ein bisschen blutig. Ich habe mich heute Nacht schon geärgert. Aber die Chance habe ich mir jetzt halt nicht nehmen lassen und habe die Mücke erschlagen. So. Brauchen wir noch hier ein bisschen Licht. So, wie sieht es jetzt aus? Da. Haben wir kein Arbeit, Freizeit. So. Ich würde sagen, die kriegen jetzt alle Arbeit, Freizeit. Sollen schließlich was machen da? So, müssen wir jetzt um 3 Nachmittag hier. Das heißt, nach dem Hof sollen jetzt mal gefälligst hier mal putzen. Genau, putzen. Objekte. Den reißen wir jetzt mal schnell ab und setzen das Bügelbrett dann eins weiter. Vor allem einen Wäschekorb kann man noch da reinstellen. So. Stellen wir jetzt dann gleich daneben hin. So. Das hat jetzt nichts gekostet, dann können wir da von zwei Seiten hin arbeiten. Aber so wie wir das Spiel kennen, wird dann einer hier stehen oder einfach auf dem anderen draufstehen. Ah, da kommt ja schon einer. Was macht der? Wäschekorb nach Rezeption bringen. So. Den Gärtner haben wir, aber da können wir einstellen, dann darf der jetzt mal putzen. Gut, die arbeiten jetzt so schön fleißig vor sich hin. Der sitzt jetzt, der wartet einfach mal drauf, dass es Essen gibt. Auch eine Freizeitbeschäftigung. Schnelles Gemeinschaftszelle.
So. Das müssen wir natürlich noch versorgen. Und das versorgen wir jetzt so runter. Mit der Warmwasserleitung bis hierhin. Dann brauchen wir noch Heizkörper. Hier und hierhin. Lämpelchen brauchen wir noch. Da setzen wir noch hier eine hin. Da noch eine hin. Die haben, glaube ich, nicht zu teuer, oder? Die kosten $30. Das geht. Da noch eine Toilette fehlt noch. Dann wollte ich doch noch eigentlich eine zusätzliche Waschmaschine hier aufstellen. Kann man jetzt dann dadurch noch mehr Leute rein? Ne, ich glaube, das hat irgendwas mit der Größe von dem Raum zu tun. Müssen entlassen werden. Einer ist bereit für Bewährung. Jetzt müssen wir das als nächstes machen, wir dann diesen Besucherraum. Und den Gemeinschaftsraum. Das machen wir jetzt so, dass wir hier einerseits einfache Zellen machen. So. Das geht sich leider nicht aus, so. Und da brauchen wir natürlich noch Lämpelchen. Und da rein, da machen wir nochmal so ein Loch. Objekte schnell Einzelzelle. So, der kommt da, da gibt es da hinten nochmal so ein Loch. Das tue ich als so unterdrückt. Creation. Ja, ja, ich mache ja schon noch was. Also, wir brauchen jetzt noch einen Raum, den Gemeinschaftsraum. Der kommt hier hin. Was kommt da jetzt rein? Postraum, Bewährung, Bücherei. Bücherei. Halt. Jetzt wollen wir erstmal sortieren. Die Wache. Die soll dahin laufen. Du läufst auch da rein und du auch dahin. So.
So, Zellenblock durchsuchen. Das habt ihr jetzt davon. Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt langsam Gesundheit. Einmal das. Die kleinen Zellen sind zu teuer. Steuererleichterung. Mikromanagement. Ne, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Extra Zuschusserweiterung. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir brauchen jetzt hier noch Wasser. Wir stellen wir jetzt gleich nur mit 2 Wochen ein. So, Gemeinschaftsraum. Was können wir jetzt hier da reinmachen? Einmal einen Billardtisch. Dann den Fernseher. Machen wir einfach mal. So, dann brauchen wir noch eine Bank. Machen wir noch ein breites Sofa. Nein, dann machen wir so kleine Sofas davor. Ein Radio. Da rein. So, was gibt es noch? Was könnten wir denn noch machen? Überwachungskamera, großer Fernseher, Handelbank, haben wir die nicht da draußen schon? Ne, da haben wir noch keine. So. Angriff auf einen Polizisten, ja, der ist böse. So, jetzt müssen wir, haben wir jetzt diese, ja, braucht nur 4 Stunden. So, Bücherei, ein Bücherregal und ein Sortiertisch. Objekte. Ein Bücherregal. Ein Sortiertisch. Fünf mal fünf. Das heißt, dann müssen wir nur das, na, das, die Bücherei noch ein bisschen größer machen. Ist die Bücherei. Müllraum, Export, Bewährung, Rezeption, Bücherei. So, Mauern brauchen wir noch. Mauern braucht das Land. Läuft es hier schon mal? Sind alle unsere Zellen jetzt nicht voll? Wie machen wir das? Dann mache ich einfach hier so einen großen Raum draus. Geld haben. Das machen wir jetzt gleich.
dass wir hier noch mal ein bisschen Finanzen. Nee. Zuschüsse. Zellenblock A. Häftlings, Krankenstation, Zwerglingspsychologen. Das ist ja das, was wir jetzt eigentlich machen wollen. Also wir brauchen eine Krankenstation. Objekte, eine Tür, ne, eine Personaltür. Eine Ziegelwand. Einmal hier hin, einmal hier hin. Wer weiß, was wir hier noch mal reinmachen. So. So, hier haben wir das. Und dann bauen wir hier noch ein Fundament. Gemauert. Dann brauchen wir noch mal ein paar Metalldetektoren. Gehen wir mal hier schnell in die Suche ein. Metall. Ah, die Tür müssen wir noch aufmachen. Der Fernseher braucht Strom. Ah. So. Sollte eigentlich reichen bis hierhin. Der Radio braucht nichts. Na gut. Stevenson, der will nichts machen. Handelbacke im Hof. Das dauert auch ganz schön lang, bis das mal gemacht wird. Was hat er denn alles gemacht? Charaktererfahrung, Zerstörung, Gefangenen angegriffen, Personal angegriffen, schwere Verletzung, Wertung, Bestrafung 10, Besserung, Sicherheit, Charakter, dieser schlägt bei Prügeln jedem Schlag härter zu, dieser Häftling fühlt sich in Einzelhaft nicht unterdrückt, die Einzelzelle hat für den Häftling keine Schrecken. Was ist das? Stahl, Baugerüst, bauen. Offen? Nee, normal. So.
So, wie schaut es jetzt mit der Logistik aus? Ah, gut, jetzt können wir da. Wo haben wir denn jetzt hier einen Wächter? Den lassen wir uns da reingehen. Schauen das jetzt schon so scheiße aus. Zielwand kommt hier hin und dorthin. Und abreißen, dummer. Wände abreißen. Das alles und das auch. Oh, wie ich sehe, da sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Servus und für Gott.